Hey Leute, willkommen zum nächsten Part von Quantum Break. Wir müssen jetzt versuchen, irgendwie auf das Schiff runterzukommen. Und, ich bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Wie wir es meistern. Okay. Oh Scheiße. Und jetzt? Der eingefrorene Unfall war das reinste Chaos. Ich musste irgendwie einen Weg rüberfinden und einfach das Beste hoffen. Funktioniert. Wie lange hält das? Okay, dann muss ich durchflashen. Na, Scheiße. Hat nicht ganz funktioniert. Wie ich das wollte. Einmal V machen, wie wir Q'n können. Dann machen wir so und dann vielleicht. Ja, optimal. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Okay. Der F, was ist los? WTF, Alter. Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Der Riss wurde ja. Zeitstränge vermischten sich, waren in heftigen Schlaufen gefangen, verloren Synchronität und stießen ineinander. So würde das Ende der Zeit aussehen. Alles war zerrissen, im Chaos, eingefroren. Und niemand würde es bemerken. Spielst du so real? Okay. Liebesbrot, halt still. Na komm, halt still. Okay. Na komm. Ganz ehrlich, eins der besten Story-Games, das ich bis. Ich bis jetzt gestiebt habe, ohne Spaß. Das ist einfach nur krank. Ich werde mir auf jeden Fall die Serie dazu angucken. Kann ja einfach nur gut sein. Der Riss wurde größer. Dinge bewegten sich außerhalb der Zeit. Ohne Ordnung. Ganze Zeitlinien überschnitten. Hatten wir schon. Und es würde schlimmer werden, wenn wir es nicht aufhielten. Sie begreifen nicht, was Sie da für eine Macht haben. Sie müssen diese Technologie Monarch übergeben. Ich habe gründliche Vorbereitungen getroffen. Sie haben Vorbereitungen getroffen, aber Ihr Plan bietet keine Lösung, das Ganze aufzuhalten. Und wenn ich Wills Maschine repariere, was hoffen Sie damit zu erreichen? Die Zeit endet. Es besteht keine... Hey! Es ist keine Debatte. Ich sah gerade, wie ein Schiff durch eine verdammte Brücke rauschte. Die Zeit läuft uns davon. Und der Riss wird mit jeder Minute größer. Und das ist unvermeidlich. Paul ist zum Ende der Zeit gereist. Er hat es direkt miterlebt. Verstehen Sie nicht? Es war notwendig, dass wir die Schritte eingeleitet haben. Ihre Forschung basiert auf der Arbeit von William Joyce. Sie haben ihn geschätzt. Er wusste, dass der Riss entstehen würde, aber er wusste auch, dass er geschlossen werden kann. Will hat einen Weg gefunden, den Riss aufzuhalten. Das hier. Die Gegenmaßnahme. Wir reisen in die Vergangenheit und holen sie. Sie könnten uns helfen, schneller hinzukommen.
Oder wir sind einfach unterschiedlicher Meinung. Ich muss die Maschine erst untersuchen. Vorher kann ich keine Versprechungen machen. Amy, bring Emerald zur Maschine. Und behalt sie im Auge. Alles klar. Okay, Doktor, los geht's. Und ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Das würde Ihnen leid tun. Gut. Jack, bevor wir nach unten gehen, müssen wir etwas besprechen. Vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall. Ach, da vorne. Das war der Typ, der auf der Gala die Rede gehalten hat. Das ist Martin Hatch. Dem Monarch-Funk nach wurde er als Verräter bezeichnet, der das Monarch-Labor sabotiert hat. Ein Verbündeter? Auf keinen Fall. Was machen? Reden wir erstmal mit ihr. Okay, was gibt's? Es ist wegen des Plans. Wenn Emerald die Maschine zum Laufen bringt... Dann reisen wir einen Tag zurück und machen alles rückgängig. Jack, in dem Video hat Will gesagt, dass die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 aus seiner Werkstatt gestohlen wurde. Und zwar von mir. Vielleicht stimmt das, Jack. Wir haben eine Zeitmaschine. Also gehen wir in das Jahr 2010 und stehlen sie. Wenn Will recht hatte, würde das keine Veränderung bedeuten. Wir schnappen uns die Gegenmaßnahme, bringen sie in die Gegenwart, schließen den Riss und retten die Welt. Okay, und warum genau sollte das ein besserer Plan sein, als einen Tag zurückzureisen und zu verhindern, dass all dies überhaupt geschieht? Weil ich befürchte, dass wir überhaupt nichts ändern können. Die Vergangenheit ist bereits geschehen. Wir können sie nicht ändern. Mit meiner Methode müssen wir das aber auch gar nicht. Ich weiß nicht recht. Ich finde, mein Plan klingt irgendwie einfacher. Lass uns einfach die Maschine zum Laufen bringen. Mal sehen, wie weit Dr. Emerald mit der Zeitmaschine ist. Ja. Das kann ich verstehen. Hallo, Riverport. Nun, es war eine harte Nacht für uns. Der Zusammenstoß an der Port... Immer nach unten? Tja, Will hat es wirklich übertrieben. Als wir Kinder waren, konnte er mir wichtige Dinge nur mitteilen, indem er mit meiner Plüschgiraffe sprach. Während ich im Raum war. Okay. Wie süß. Und ziemlich schräg. Haben wir auch nichts mehr zum Inter. Hat sie den Fehler gefunden? Weiß nicht. Ich schau nach. Jack! Das musst du dir ansehen. Hey, solltest du nicht Emerald im Auge behalten? Okay, aber zuerst musst du dir die Sachen anschauen, die ich herausgefunden habe. Ja. Okay, was ist das alles? Ich habe alle Dateien hochgeladen, die auf dem Stick waren, den ich in der Sicherheitsstation gestohlen habe. Ich habe auch ein Video von deinem Bruder gefunden. Ich sollte nachsehen, wie weit Dr. Emerald ist. Es ist auf dem Fernseher. Das willst du sicherlich sehen. Alles andere habe ich ausgedruckt und auf die Tische dort gelegt. Okay. Der 28. Februar. Meine Güte, Will. 1990, William Joyce. 1999. Okay. Nach Monaten. Das erste Experiment. Mühseliger Arbeit ist meine Maschine endlich bereit für Versuche mit Menschen. Bereit, wie ich finde, da bereit ein relativer Begriff ist, wenn man es mit der Deformation des Krononfelds und dem Nachbau der Massendichte eines schwarzen Lochs. Naja. Okay, das heißt, zusammengefasst, ich habe eine Zeitmaschine und sie funktioniert. Ich werde es beweisen. Oder sterben. Okay. Ich muss nur noch einige letzte Vorbereitungen treffen. Wenn ich die Maschine betrete, dann werde ich im Uhrzeigersinn
durch den Korridor reißen. Okay. Der Kern ist aktiv. Die Chronon-Niveaus sind stabil. Ich werde im Uhrzeigersinn durch den Korridor reißen und an derselben Stelle in der Zukunft wieder herauskommen. Oh. Diese Uhr ist mit meiner synchronisiert. Also, wenn ich die Maschine dann verlasse, sollte es einen beträchtlichen Zeitunterschied zwischen meiner Uhr und der Uhr in diesem Raum geben. Der Korridor ist arretiert. Okay. Zielzeit steht auf 5 Minuten in der Zukunft für den ersten Test. Zugegeben, in die Vergangenheit zu reisen wäre weitaus eindrucksvoller. Aber ich kann nur so weit in die Vergangenheit reisen, wie der Zeitpunkt, an dem der Kern der Maschine zum ersten Mal aktiviert wurde. Also, jetzt. Okay. Die Maschine ist bereit. Monitor ist stabil. Was ich jetzt tun werde, ändert die gesamte Struktur der Korridor. Ich weiß nicht mehr. Passiert. Okay. Was ist auf dem Computer? Die Monarch-Dateien, die ich hochgeladen habe. Und die besten Sachen sind noch auf dem Bildschirm. Sachen hier mitnehmen. Gibt es jemanden, dem wir trauen können? Fiona. Sie ist die einzige Kontaktperson, die mir dort geblieben ist. Was ist mit diesem Burke-Typ? Er war Gefangener im selben Transport wie ich. Über sein Urteil wird noch entschieden. Noch ein paar Sachen. Waffe. Ich sollte vielleicht erst mit Dr. Emerald sprechen. So, und dann sprechen wir mal mit ihr. Wie sieht's aus? Das Problem ist eigentlich simpel. Das Leistungsrelais ist ausgefallen. Sie müssen eine Möglichkeit finden, es wieder zu aktivieren. Dort, wo das Lämpchen leuchtet. Ich werde Ihnen die Leiter herunterlassen. Was ist mit dem Leistungsrelais passiert? Heute Morgen um 7 Uhr gab es einen Stromstoß, als die Maschine aktiviert wurde. Um 7 Uhr? Das sind mehrere Stunden, bevor wir überhaupt hier angekommen sind. Nun ja, Zahlen lügen nicht. Okay. Die Konsole hier hat 2 rote Lichter und 1 grünes. Sie müssen den Strom für die beiden Stationen mit den roten Lichtern zurücksetzen, bevor Sie das Relais wieder einschalten können. Beide Stationen befinden sich über der Maschine. Folgen Sie einfach den Kabeln zu den roten Lichtern. Über der Maschine. Wow. Der perfekte Ort für einen Reset-Schalter, Will. Ja, ist halt ehrlich so. Okay, das erste rote Lämpchen ist jetzt grün. Gut. Ich weiß nicht, ob Sie das zweite so erreichen können. Vielleicht müssen Sie runterklettern und auf die andere Seite der Maschine gehen. Da muss ich hin. Irgendwie muss ich da rüber. Irgendwie muss ich da hoch. Okay, das war nicht so schlau. Gut, dann werden wir mal kurz das machen.
Kann ich da jetzt rein? Ja, kann ich. Okay, so. Oh, die Giraffe. Das ist doch Wunsch. Sümpfe. Was ist? Toto. Das ist meine Unterschrift. Das ist von dir? Und ich bin noch nie hier gewesen. Du bist die Frau auf dem Bild, oder? Und... Jack, ich muss dir was sagen. 1999. Ich war 8 Jahre alt und spielte hinter dem Haus, als eine Frau kam und erzählte, sie sei aus der Zukunft. Sie gab mir sehr genaue Details über Ereignisse, die auftreten würden. Sie gab mir das. Voller Daten, Ereignisse, voller Beweise. Jack, diese Frau... Das warst du. Alles, was ich mir selbst erzählt hatte, trat ein. Jedes Detail, ob gut oder schlecht, passierte und konnte nicht verändert werden. Unser Schicksal ist für uns festgelegt, Jack. Alles, was uns hierher brachte, jedes Opfer, das wir erbracht haben, alles war ein Teil dieses Wegs. Das ist nicht zu ändern. So ist das. Beth. Aber wenn wir diese Zeitmaschine betreten, siehst du es mit eigenen Augen. Okay. Okay, wenn du dir sicher bist, zu wissen, wie das alles funktioniert, dann können wir es auf deine Art versuchen. Das Notizbuch war voller Anweisungen, Daten und Ereignisse, die stattfinden würden. Ihr ganzes Leben wurde von diesen Seiten bestimmt. Man wohl hochklettern. Baden. Warum musste dein Bruder Wartungsbedienelemente da oben anbringen? Frag mich auch. Es wird nicht passieren. Alles klar, alle Lämpchen sind grün. Ganz kurz wieder runter in den Raum. Giraffen. Giraffe war hier. Da will ich nochmal hin. Jack und Will. Und die Giraffe. Noch irgendwas zum Interagieren hier? Okay, gut, dann gehen wir jetzt um. Nähern wir uns auch schon langsam dem Ende des Parts. Sie ist tatsächlich einsatzbereit. Okay.
Okay, los geht's. Ich gebe das Datum in die Konsole ein. Das Datum ein. Da. 4. Juli 2010. Bereit? Nein. Du? Na. Das ist es. Es gibt kein Zurück. Hey, warte, warte! Was haben Sie getan? Das war die falsche Tür. Sie haben das Datum geändert. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hatte keine Wahl. Sie durften die Gegenmaßnahme nicht bekommen. Es hätte unseren Plan gefährdet. Ich habe Monarch bereits kontaktiert. Sie sind auf dem Weg. Es ist vorbei. Was haben Sie getan? Fuck! Wir brauchen die Gegenmaßnahme für das Rettungsboot. Was eine Bitch. Ich halte mich an den Plan, fessle sie und verschwinde dann so weit weg wie möglich. Werde ich. Aber pass bitte auf dich auf, Jack. Okay? Was ist mit Beth jetzt? Gruselig irgendwie, keine Ahnung. Das ist übelst gruselig. Also für mich. Ihre erste Reise in die Vergangenheit. 2010. Ab hier sind unsere Aufzeichnungen vage. Sie wissen, wie es ausgeht. Ihr Ziel war es, bei Ankunft die Gegenmaßnahme zu holen. Aber mein Ziel musste warten. Denn ich war nicht allein. Ich würde sagen, hier machen wir einen Cut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein. Ciao.